So, nach langem wieder mal ein Video von mir bei dem super schönen Wetter. Roxy ist das zweite Mal wieder angespannt nach ihrem Reha-Schub. Ihr geht es auch schon wieder richtig gut. Und wir wollen heute zu einer Freundin fahren, nach Kasseburg. Das sind so, ich glaube, 5 Kilometer vielleicht. Also nicht weit. Da wollen wir Pause machen, da wollen wir nämlich grillen. Und die Ponys haben da auch ihr Paddock und können dann so lange warten. Und dann fahren wir am späten Nachmittag gemütlich wieder zurück. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder unterwegs. Jetzt sind wir ein bisschen anders gefahren als sonst, aber schon okay. Raya habe ich jetzt mal kurz freigelassen, weil die hat hier schon am Strick rumgebuckelt an der Kutsche. Und dann soll sie mal ruhig sich ein bisschen auspowern. Da vorne werde ich sie an der Kreuzung wieder einsammeln. Und easy, Roxy, easy, Gott. Ja, das braucht sie jetzt, glaube ich, mal. Sie mal ein bisschen so laufen kann. Ja, uns ist auch schon ein riesen Holzfäller-LKW entgegengekommen. Roxy cool in Person, Raya ein bisschen ängstlich. Und eben noch ein Trecker ganz dicht an uns vorbei. Roxy wieder ganz cool. Raya ein bisschen vorsichtig, aber ist jetzt nicht so, dass sie durchgedreht ist. Ne? War ein bisschen zappelig, aber das ist okay für ihr Alter. Das wird schon. Ja, und jetzt, wie gesagt, sind wir auf dem Weg nach Kasseburg zu meiner Freundin, weil wir grillen wollen. Ich habe mich leider ein bisschen verspätet, weil ich stand eine Stunde im Stau. Ja, und dann musste ich natürlich ordentlich putzen. Die Haaren wie verrückt, wie man sieht. Also Roxy sieht auch so strubbelig aus. Aber die haart im Moment extremst. Ja, das war's. Bis später. So, Raya ist wieder am Strick. Da ist sie. Sie hat sich schön ausgetobt, aber ich nehme sie jetzt doch an Strick, weil sie hat kein Gras gekriegt und sie frisst hier mir dann doch zu viel unterwegs. Also jetzt durfte sie mal 5 Minuten Gas geben und das reicht dann auch. Will ja auch nicht riskieren, dass sie jetzt irgendwie einen Reheschub oder eine Kolik oder irgendwas bekommt. Ja, und Roxy, die dödelt da vor sich hin. So richtig schwungvoll ist sie nicht, aber ich denke mal Fellwechsel, warm heute. Boah, das ist schon in Ordnung. Ist ja nicht eilig. Ja, jetzt sind wir schon fast wieder in Kasseburg. Jetzt fahren wir hier an so einer Hauptstraße lang. Und wir fahren aber trotzdem weiter in der Feldmark. Und hier kommt uns auch nichts entgegen oder so. Außer mal ein Trecker. Oder ein oh, PKW kommt da gerade, sehe ich. Wollen wir Roxy ein bisschen an den Rand nehmen. Ein bisschen Platz machen für den PKW. So. Und dann geht das schon. Dann passen wir hier alle lang. Wie man sieht, Roxy, absolute cooles Fahrpony. Und so reagiert sie, so, er sagt, so wenig reagiert sie auch, wenn jetzt große LKWs oder Trecker oder sonstiges kommen. Raya, die läuft ganz entspannt da hinterher. Ja. Oh, da vorne ist schon das Ortseingangsschild für Kasseburg. Leider weiß ich den Weg immer nicht so genau zu Steffi. Ich muss da immer irgendwie. Komm, Roxy. Ich muss dann immer irgendwie durch Kasseburg eiern. Aber Kasseburg ist zum Glück sehr klein. Ich muss mich immer orientieren, wo die Feuerwehr ist. Und da irgendwo ist sie. Das letzte Mal auch schon darum geeiert durch ganz Kasseburg. Aber egal. Ah, ich Kasseburg. Roxy schläft ein beim Laufen. Komm, hü, Roxy. Hü, vorwärts. Ich weiß auch nicht, warum das hier immer so schneckig wird. Vorhin ist sie noch so schön gegangen und jetzt schläft sie ein. So, das Haus da am Ende, das ist das Haus von meiner Freundin, wo wir jetzt hinwollen. Und da machen wir jetzt eine kleine Rast mit Grillen. Pferde kriegen ein bisschen was zu saufen. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen Heu, mal gucken. Ja, und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Angekommen in Kasseburg. Da ist ihr Paddock und sie wälzt sich, die Roxy. Hat ja das Fell so gejuckt nach der Kutschfahrt. Und Raya, ja, macht sie es auch nach. Bei ihr dauert das immer ein bisschen. So, wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Hat alles super geklappt. Wir haben schön gegessen, viel gequasselt, Pferde gekuschelt. Ponys haben auch Fressen gehabt und Wasser. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. So, jetzt sind wir aus Kasseburg wieder raus.
Wo ist das Schild? Da. Und da steht, dass es 3 Kilometer bis Kuddewörde jetzt sind. Ja, und Roxy marschiert jetzt schön fleißig vorwärts. So, jetzt müssen wir hier durch die Unterführung. Aber das machen die beiden eigentlich auch total locker. Vorhin ist da auch ein riesen LKW drüber gefahren. Aber das stört die beiden nicht. Die sind echt total entspannt. Geht das hier unten durch. Links, wenn man abbiegt, kommt man nach Schwarzenbeck. Vielleicht sagt irgendjemandem was das. Und rechts biegen wir jetzt ab nach Kuddewörde. Sieht voll interessant aus, hier so durchfahren und dann das Licht, wie das hier so reinscheint. Finde ich voll cool. Schallt hier richtig. So, und dann geht's rechts rum. Nicht so doll rechts. Und jetzt kippen wir wieder in das Loch. Das wollen wir nicht, Roxy. So ist fein. Prima, Roxy. Ja. Roxy wird auch munterer. Sie weiß, das geht nach Hause. Und Raya ist hinten am Sulki wieder festgebunden. Diesen Weg fahre ich immer relativ gerne, weil hier rechts auch alles Mögliche an Autos und LKWs vorbeikommt. Jetzt gerade nicht so viel, vorhin war mehr. Und dadurch kann Raya sich schon super an den Straßenverkehr gewöhnen, ohne dass jetzt irgendwie Gefahr besteht, dass sie sich großartig erschreckt. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, weil ich will sie auch immer schonend an alles so gewöhnen. Und durch die Mama, dadurch, dass sie so cool ist, lernt sie natürlich auch, dass das nicht schlimm ist. Muss das immer sein, dass in der Natur so Müll entsorgt wird. Da sind Staubsauger, Plastiktüten. Ich finde das total ätzend, dass die Leute ihren Müll hier einfach liegen lassen. So, wir sind wieder in Kuddewörde. Und jetzt sind so noch 200 Meter oder 300 Meter. Dann sind wir auch schon im Stall. Wir haben eben nochmal ein bisschen Galopp gemacht. Roxy hatte richtig Bock, Raya auch. Aber Roxy ist so gar nicht so schnell galoppiert. Raya ist immer nebenher getrabt. Jo, beide haben sich schön abgeschnaubt. Roxy gähnt wieder herzhaft. Sie weiß, wir sind gleich da. Ja, war eine schöne Fahrt.